Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für den Montag, den 19.10.2020, dann am ersten Tag nach Oktoberverfall. Wie wir nun gesehen haben, war da gar nicht mehr so viel passiert. Genau, war am Freitag gewesen. Unser DAX ist hier wie mit Bungee-Seil einfach nochmal ein bisschen zurückgeschoben worden. Ich hatte ihn deutlich tiefer erwartet, das muss man ja ganz klar so sagen, weil unsere Erwartungshaltung war schon, dass es sich auf der Unterseite jetzt einfach die Leute krallt halt, ne? Das Geld schnappt, was die da gemacht haben oder was die da ihm in die Füße reingelegt haben. Wir haben gestern sehr, sehr, sehr ausführlich darüber gesprochen, beziehungsweise in der letzten Analyse, dass es nicht darum geht, dass wir immer wissen können, wo der Markt hingeht und dass wir uns selber vorwerfen müssten, wir hätten irgendwas nicht gesehen oder wir hätten was nicht beobachtet und wir hätten das und das noch heranziehen müssen, dass es eben darum nicht geht halt, ne? Sondern dass es darum geht, einfach die Signale, die am Markt kommen, zu nutzen, aus bestimmten Situationen, die sich häufen, technischen Merkmalen einfach unseren Profit rauszuziehen. Und eben nicht immer noch zu versuchen, recht zu haben, eine bestimmte Bewegung haben zu wollen und so weiter. Und dass wir einfach einen Stop-Loss auch immer verwenden müssen halt. Ne? Das ist definitiv etwas, was hier in der, ich sag mal, Reallektion nicht bestätigt wurde. Ja, also wer hier jetzt gegengehauen hatte zum Donnerstag, der ist nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Zum Freitag hat die Position rausgekriegt, wieder rausgekriegt. Etwas, was wir die letzten Tage und Wochen auf jeden Fall immer wieder gesehen haben, dass der Markt immer wieder deutlicher zurückgekommen. Ich bleibe da trotzdem bei meiner Meinung und ich glaube, wir brauchen da auch nicht drüber sprechen. Ich denke, diejenigen, die da anges oder die ich da anspreche, die wissen das auch ganz genau halt. Ne? Da brauchen wir nicht im heißen Brei drum rumreden. Die wissen das ganz genau, dass das doof ist und dass es irgendwann ihnen mal richtig das Bein brechen kann in dem Moment, wo der Markt halt einfach dort nicht wieder zurückkommt und sie dann 1000, 2000, 3000 Punkte mal in eine Richtung wegträgt. Und das kann halt einfach passieren und das kann jederzeit passieren. Und das muss dann einfach jeder für sich selber wissen. Möchte ich denn ein ganzes Jahr Zeit verschwenden, um dann in einem Dreivierteljahr dann doch zu sehen, dass das passiert, was ich immer wusste, was der Martin immer wieder gesagt hat und mich bis dahin einfach feiere und freue, dass es eben nicht passiert und ich immer wieder Glück habe? Oder mache ich es halt von Anfang an vernünftig und lass mich halt auch mal ausjobben. Und auch wenn ich dann mal einen Tag rot habe und auch mal vielleicht noch einen Tag danach rot habe und vielleicht einfach hier, was weiß ich, im Long ausgestopft wurde und dann jetzt hier im Short ausgestopft wurde. Wie gesagt, ich will das nicht ausweiten. Ich denke, Sie wissen das ganz genau. Ich glaube, Sie sind alle vernünftig genug, das auch einschätzen zu können. Ich sage es einfach, weil es viele brauchen, dass Sie es nochmal hören, dass Sie es bestätigt kriegen. Und ich sehe es halt auch einfach immer wieder, dass diejenigen, die profitabel wären, einfach nicht diejenigen sind, die sagen, ich scheiße auf das Stops und ich kacke auf das Risikomanagement. Das bringt mir immer nur Verluste ein und oh, wenn ich ohne Stop-Loss trade, habe ich viel mehr Gewinne. Das sind halt die, die dann irgendwann kommen, ja, du hast recht gehabt, ja, das ist alles scheiße und ich habe so viel verloren. Die, die wirklich profitabel wären, das sind halt die, die das verstehen, verinnerlichen und die dann die Zähne zusammenbeißen und sagen, ja, ist scheiße gewesen, na klar, wurde ich jetzt hier im Long ausgestoppt und dann ist er trotzdem wieder nach oben und ich war Short und wurde im Short wieder ausgestoppt, na klar, ist das scheiße, aber ich habe mein Depot irgendwo kontrolliert gehalten, das ist halt das Wichtige. Ja. Zum Markt an sich hat da nicht viele Short-Signale gegeben, finde ich persönlich zum Freitag. Also auch wer unseren Premium-Dienst da vielleicht noch mitgesehen hat, die Mails mitbekommen hat halt. Ne? Also wir hatten, ich wollte ihn ja unbedingt unten haben. Ne? Also ich war schon deutlich bärisch eingestellt. Ne? Früher haben wir gesagt, wenn er unter die 710 halt wegtaucht, dann hat er Potenzial unten Richtung, also auf jeden Fall auch Richtung neue Tiefs zu machen. Dann hat er halt die 710 verteidigt. Dann haben wir gesagt, na gut, oben. Solange jetzt erstmal nicht über 800 geht, mal gucken, vielleicht kommt noch mal eine 710. Wenn aber über 800 geht, dann eher noch mal Chance auf 845, 860. Dann hat die wunderschön reagiert und hat mal halt auch gesagt: Naja, gut, 900 oben so im Bereich und eben die 960. Dann haben wir uns eine Order oben an die 960 rangelegt, um einen Short zu machen oder alternativ unten sich prozyklisch einstoppen zu lassen. Alles beides nicht gegriffen. Bei der 960 hat er uns nicht abgeholt, da hat einen Punkt gefehlt gehabt. Von daher, ich wollte Short, habe gar keinen bekommen. Ich denke aber, das ging einigen anders. Die sind jetzt hier Short kaputt gegangen dran halt. Ne? Die wollten den ganzen Tag wahrscheinlich drinnen rumshorten, sind aber haben nicht richtig in die Signale reingewartet und wurden da bestimmt schon rausgetrieben wieder. Was haben wir gesehen? Wir haben
Wir haben ja durchaus eine obere Variante mit drinne gehabt hier in der Analyse. Wir hatten hier oben unseren Pfeil drin. Das sind noch die Pfeile für die Freitagsanalyse. Da war die eine Variante entweder zeigt Schwäche und fällt oder er zeigt halt keine Schwäche und steigt in die Erholung rein. Und da haben wir gesagt, ist halt der Bereich um 900 bis 69 wirklich der wichtigste Rücklaufbereich. Den hat er angelaufen, den hat er verteidigt. Das hat er sehr deutlich gezeigt. Also man sieht es sehr genau, ne? Punkt, Punkt. Also ich weiß, ein Punkt hat gefehlt, aber es ist schon sehr genau angelaufen halt, ne? Die 69 hier angestoßen und dann sehen Sie, wie der Kerzenschluss hier in die alte Flagge wieder reingedrückt wurde. Dann hat er hier probiert, sich auf der Flagge zu halten, gleichzeitig den Pullback vom Aufwärtstrend, vom Aufwärtstrend aus letzter Woche. Das ist schon sehr genau gelaufen, was er da oben gemacht hat. Also würde ich jetzt schon unterstellen, dass der Markt verstanden hat, was er hier tut und dass er auch in der Analyse noch drin liegt. Ne? Er hat halt nur nicht die untere gemacht. So, viele waren einfach zum Freitag zu ultimativ offshore. Sie müssen, auch wenn ich das jeden Tag erzähle, ich erzähle es aber auch jeden Tag wieder, weil die müssen das jeden Tag immer wieder neu sehen. Es gibt kein Grün oder Rot für den Tag. Ne, es gibt kein 100% des Feldes, es gibt kein 100% des Steigs, das ist Börse. Es kann jeden Tag alles passieren halt, ne? Und es ist nicht richtig, wenn sie einen Tag, wenn man in den Tag reingeht, das ist auch für mich nicht richtig. Das ist nichts, was glücklich macht. Wenn man sich für einen Tag einfach komplett in eine Richtung festlegt, die dann tradet, merkt, das klappt nicht, der erste Trade klappt nicht, der zweite klappt nicht, der dritte klappt nicht. Und eine vierte nicht, eine fünfte nicht, sechste nicht, siebte nicht, achte nicht, neunte nicht, zehnte nicht. Und dann haben sie 10 Shorts verhauen und der Tag ist nur gestiegen. Das ist halt nicht das Ziel. Wirklich. Das ist nicht das Ziel. Ja, also wenn sie merken, der Markt macht nicht das, was sie wollen, Finger raus, Tag sein lassen, nächsten Tag wieder ansetzen. Das muss man lernen. Wirklich, das müssen sie aber auch mit sich. Da kann ich auch nicht drauf aufpassen. Halt. Sie müssen bestimmte Sachen einfach auch selber ein bisschen in den Griff kriegen. Und wenn sie merken, bestimmte Sachen helfen ihnen, lassen sie es weg einfach. Ja, also da haben die meisten wirklich die Schwierigkeit, die Fehler, die sie erkennen, dann auch tatsächlich abzustellen. Aber das ist für mich halt tatsächlich so ein Tag gewesen, wo ich wirklich manchmal mit Fragezeichen so davor sitze, auch von dem, was ich so höre von Leuten. Ja, und Martin, du warst so negativ und ich habe jetzt hier nur Short verloren wegen dir. Und dabei habe ich vorgesagt, dass wir 710 drunter shorten können. Waren nicht. Dann wollten wir unter 800 Short. Waren nicht. Dann wollten wir bei 69 Short. Waren nicht. Also letztendlich hat er gar nichts gemacht von dem, was. Also, er hat sich schon in der Analyse bewegt, aber der hat nicht die Setups angelaufen, er hat keine Short-Signale gesetzt halt, ne? Und im Ergebnis sieht man, was das für ein Tag geworden ist halt, ne? Also da einfach ein bisschen, passen Sie ein bisschen auf, ne? Also, dass Sie sich nicht mit dem Kopf im Weg stehen. Handeln Sie das, was kommt, handeln Sie das, was Sie sehen, reflektieren Sie das innerhalb des Tages immer mal wieder. Und dann kommt man bestimmt auch eher irgendwo ans Ziel. Und was das Thema Stopp angeht, ich weiß, da werden jetzt einige lachen und davonkommen. Stellen Sie sich vor, der wäre noch mal so weit gefallen. Stellen Sie sich mal vor, hier wäre noch eine blöde News gekommen und der hätte noch mal 500, 800, vielleicht 1200 Punkte nach unten einfach dran gelegt. Ja, und wenn Sie dann einen erheblichen Teil Ihres Depots verloren hätten, dann ist Ihr Trading-Setup nicht nachhaltig gut aufgestellt. Das ist einfach so. Ja, und von daher machen wir kurz mal ab, machen das hier fertig. Also, wir sind eigentlich in der Analyse drin, das können wir alles so lassen. Wir brauchen eigentlich nur den unteren Pfeil rüberziehen, denn ich denke auch, wenn der DAX hier noch ein zweites Mal runtergeht, wird darauf zurückkommen, er wird das auch probieren, ein neues Tief zu machen. Per se sind wir jetzt erstmal in einem kleinen Abwärtstrend drin. Wir haben den Aufwärtstrend gebrochen, wir sind wieder in den alten Abwärtstrend reingekippt. Wir haben noch tiefere Tiefs. Tiefere Hochs, fallende Hochs, ne? Das heißt, wenn er jetzt wieder nach unten abdreht, sollte man ihm durchaus auch mehr Spielraum auf der Unterseite eingestehen halt, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass der ein bisschen schwerer fällt, weil der zum Freitag doch gut durchgedrückt hat. Ja, dass er vielleicht sogar schon bei 12,840, 12,860 rumstottert und versucht nach oben zu drücken. Aber was dann zu tiefer geht, gut und gerne nochmal 87. 37, ja, und dann sind wir schon wieder hier. 6,40, 5,70, 5,50, 5,30, das ist da alles leicht erreichbar. Von daher, da brauchen wir hier bloß ziehen, brauchen wir bloß rüberrutschen, das bleibt alles legitim. Oben brauchen wir halt hier die neuen Hochs.
Da können wir gleich auch vielleicht noch einen kleinen Long-File mit da drüber setzen. Also ich denke, wenn wir denn hier neue Hochs über 13.200 kriegen, dann rennt er los, dann rennt er weg hier, dann macht er hier nochmal oben ans Hoch ran. Also wenn ihm das jetzt nicht reicht, hier sich nach unten wieder reinzudrücken, ich glaube, dann würde wohl ein paar ganze Meter noch laufen. Ne? Also das wäre für mich wirklich jetzt hier so. Das wäre für mich einfach Scheidemarke. Ne? Also, das haben wir ja auch so am Freitag gesagt. Solange er da drunter bleibt, kann er hier nochmal runterdrehen und auch nochmal komplett runterdrehen. Das wäre legitim, das wäre üblich. Aber alles, was sonst über 69, über 13.000 geht, das kriegt schon wieder zu viel bullische Tendenzen. Zu viel Stärke einfach. Ja, es wird einfach zu viel stärker. Deswegen würde ich persönlich mich einfach über 69 versuchen, ein bisschen long zu orientieren. Also insbesondere, wenn er nachhaltig hier drüber geht. Ne? Nicht vielleicht jetzt im. Ich könnte mir vorstellen, dass die nochmal hält einfach. Ne? Sie sehen auch die Aufwärtstrendkante, die steigt ein bisschen an. Das heißt, wenn er da jetzt nochmal ein bisschen hochsticht hier, um das Gap auch vielleicht zu schließen, das könnte ich mir nochmal vorstellen, dass er da rumkratzt, vielleicht am Montag, vielleicht Montag früh, vielleicht drückt es ihn hoch, so 9 Uhr bis 10 Uhr da irgendwie so in den Dreh da oben reindrücken und dann wieder nach unten drehen. Das können wir mir auch vorstellen. Aber Grundtendenz würde ich tatsächlich trotzdem angestiegenen Freitag nach unten sehen. Na, ich möchte oben, dass er wirklich die Stelle rausnimmt, so wie wir das am Freitag schon erzählt haben. Ne? Er muss das hier oben rausnehmen und dann kann er sich dann nach oben die Ziele aktivieren. Fällt er jetzt nur wieder hier nach unten, dann ist er ja in seinem Abwärtstrend und ich glaube schon, dass er dann da auch wenn er langsam anfallen wird, aber wird hinten raus, wird er schon Stress aufbauen können. Das glaube ich schon. Ja, gut, okay, dann soll es das soweit aus der Perspektive sein. Wir können auch mal in den Tageschart reingucken. Da ist nur eine grüne auf dem Trigger. Der Short-Trigger wurde ja nicht aktiviert. Da hat es den DAX ja per Tagesschluss noch drüber gezogen. Allerdings hat er dort schon vorgeschnuppert. Das muss man ganz einfach so sagen. Und wir haben jetzt das mittlere Band einfach hier ein bisschen angelaufen. Also ist letztendlich ein Inside-Kerze, ein Inside-Day geworden. Das sieht nach einer Umkehr aus. Ja, da muss man schon sagen. Deswegen sollte man oberhalb des Hochs. Etabliert sich der DAX oberhalb des Freitagshochs, sollte man zum Montag Long suchen. Das spricht ein bisschen hier rein und ansonsten sollte der DAX, ne, der wird, also, er wird jetzt hier, es wird ihm schwerfallen, hier eine lange rote Tageskerze jetzt nach sowas hinzustellen, aber was man oft sieht, ist, dass er die grüne zum Beispiel umdreht. Ne, dass er einen Tag hinstellt jetzt mit Tagesschluss, wo die Eröffnung hier war, um 67 rum. Das ist nicht viel. Aber das kann durchaus sein, dass wir zum Montag bloß so einen Schiebetag kriegen. Das wäre un. Also im Tagesschatz wäre nicht stimmig, wenn da jetzt eine lange rote Kerze kommt, aber wir gucken mal. Passt aber ansonsten hier auch gut rein, ne? Also geht der DAX über das Freitagshoch, das wäre dann hier der Bereich nachhaltig drüber, also bildet dann eine steigende Hochs, hat er durchaus schon Anschlusspotenziale nach oben halt, ne? Das haben wir auch so gesagt. Und ansonsten denken Sie bitte immer dran, es kann alles passieren, ne? Sie haben nichts gekonnt, wenn Sie dann irgendwie sagen können, ich habe recht gehabt, jemand anders hat recht gehabt, der Martin hat recht gehabt oder was auch immer. Wichtig ist, dass Sie Geld verdienen halt, ne? Und da müssen Sie flexibel sein, ne? Wie eine Hure. Sie müssen einfach das machen, was der will, und dann kriegen Sie da das Geld. Ne? Aber die können sich nicht immer nur hinstellen und nein, 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 und dann verdienen Sie kein Geld halt. Ne? Also das ist dann halt Glücksspielen halt. Ne? Also dann pocht man aufs Glück, dass man irgendwann wieder richtig liegt. Das ist halt nicht Trading. Ne? Das ist Zeitvertreiben, das ist Langeweile überbrücken mit Geldeinsatz, das macht auch Spaß, ich weiß. Aber wir wollen ja dahin gehen, dass wir sagen, wir verdienen auch nachhaltig mit dem Spaß hier was halt, ne? Und da sehe ich halt immer wieder, wie die Wege sind von denen, die das schaffen und wie die Wege aussehen von denen, die das halt einfach nicht schaffen, die auch nach Jahrzehnten immer noch vor sich hin zocken. Das muss man mit sich selber einfach abschließen. Will ich dazugehören zu denen, die profitabel traden können, oder will ich das nicht? So, und viele wollen es halt auch manchmal gar nicht. Das ist ja okay, aber es gibt so viele, die wollen das und arbeiten aber nicht genug an sich. Okay? Also, der DAX hat uns wieder belehrt. Ja, hat uns, da, ich glaube, wir haben einige
stinken dürfen halt, ne, wirklich. Da werden sich einige richtig geärgert haben. Richtig, richtig, richtig geärgert haben. Ja, bestimmt auch, weil sie sich dann von mir animieren lassen haben, vielleicht hier auch einen Long wegzunehmen oder was und vielleicht auf Short zu drehen. Ja, aber das ist halt, wir können es nur analysieren. Was der Markt macht, nicht in meine Hand und halt auch nicht in ihrer. Ja, und deswegen muss man sich einfach darauf einstellen, dass der machen kann, was er will. Ja, auch wenn er oft in unseren Mustern arbeitet. Aber es gibt kein Gesetz, das sagt, dass er das muss. Ja, deswegen sollte man immer versuchen, dann ihn mitzuhandeln, wenn er eben mitspielt. Das heißt, Short suchen in dem Moment, wo er zum Beispiel hier oben schön eintritt, ne, wenn wir das eben so einzeichnen, Long zu suchen, wenn er eben hier schön anläuft und hochdrückt, hier unten vielleicht nochmal Short zu suchen, wenn er denn Schwäche zeigt, in die Tiefs rein zu shorten, am Tief hier was zu realisieren, wenn er da schön zuckt, vielleicht eine kleine Gegenbewegung abzuwarten, wenn die nur flach ist, wieder Short rein. Aber das müssen sie selber. Das ist halt, ich kann es nur vorbereiten. Verwandeln müssen sie selber. Und wenn sie dann aber dastehen und in dem Moment, wo der hier fällt, plötzlich Long dagegen arbeiten und in dem Moment, wo hier drüber steigt, Short dagegen arbeiten, dann brauchen sie die Analyse nicht gucken halt, ne? Gut. Okay, Freunde. Dann ich mach aus, wünsche euch was, gutes Gelingen, maximal Erfolge und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.